Schatten, dann. Da ist ein Schwein. Und eine Höhle. Ein Höhlenfindeschwein. Nein, und da war nichts drin in dem Schwein. War ja auch keine richtige Höhle. Schlechtes Höhlenfindeschwein. Diesen Tieren immer irgendwelche tollen Berufe zu spreche. Letztens noch gab es die Kohlesuchkuh. Aber auch die hatten nur mäßig Erfolg gebracht. Ui, klettern wir mal hier hoch. Was soll schon passieren, außer dass wir runterfallen und sterben und. Was ist das? War doch mal knapp. Hör ich da eine Spinne zwitschern? Ja. Und ich sehe eine Höhle, aber aus Sand. Wir möchten ja eine Höhle und vorher noch ein Schwein. Geh es weg. Was war das denn? Es ist Tag und die greift uns grundlos an. Und nachdem wir von der Höhle weg sind, geht sie weg. Das ist tatsächlich eine Höhle. Und hier soll irgendwas sein. Ich habe keine Lust, mich jetzt darunter zu kämpfen und zu sterben. Und Schweine! Sehr schön. Ich bahne mir auch mal meinen Weg. Mit einem Alltagsgegenstand durchs Leben. Schaf, mach jetzt bloß keine Dummheiten. Das hat aber gerade witzig angehört, als wenn das Schaf Minecraft gesagt hätte. Minecraft. Ein super intelligentes Schaf. Schlau wie Schaf quasi. Das sieht hier auch nicht die Flucht ergreifen, wenn man schon ihren Artgenossen niedergestreckt hat. Dass er ihn dann noch so ganz interessiert und schnuckelig angucken. Hoffentlich laufen wir hier nicht im Kreis. Nee, oder? Ich denke, Zuckerrohr gibt es überall. Ja, jetzt holen wir uns erneut nasse Füße. Wir sollten uns bei Zeiten auch mal aus den Häutern der Kühe formschöne Schuhe und Hose machen. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass man 4 Kühe schlachten muss, beziehungsweise ja doch 4 Kühe, um sich daraus ein paar Schuhe zu machen. Ja, dabei ist die Kuh eigentlich größer als wir. Aber egal. So sind die Regeln. In Minecraft. Und wieder keine richtige Höhle. Gebt doch zu, ihr wollt mich nur sterben sehen.
Jetzt kommen wir jetzt doch zu der Sandhöhle. Was mich jetzt interessieren würde, wenn ich da jetzt gegenkloppe, ob die ganze Schose runterkommt. Das wäre mal sehr interessant. Naja, so spannend war es jetzt doch nicht. Oh, doch. Da war es meine Höhle gewesen. Mensch. Wenn ich so viel Sand sehe, dann muss ich mal daran denken, dass wir auch ganz viel Kohle haben und mit Sand und ganz viel Kohle kann man auch ganz viel Glas herstellen. Dann könnten wir uns auch ein kleines Glashäuschen bauen. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht mit Steinen um uns werfen. Oder wir holen uns ein paar Kakteen, kratzen uns den Rücken daran. Das finde ich übrigens sehr schön. Hier ist das Gras noch ganz grün und hier wird es immer bräunlicher, immer mehr verdorrt. Und dann kommt da langsam die Wüste. Und hier ist wieder braun, da wieder grün. Das finde ich sehr schön. Langsam bricht die Nacht herein. Wenn wir jetzt nicht gefressen werden möchten, sollten wir uns eine Behausung suchen. Irgendeine kleine Höhle, in der wir uns eingraben können. Das wird dann sonst langsam echt kritisch. Ah, das machen wir uns ganz einfach. Genau aus dem Grund haben wir die Tür dabei. Hier ohne Probleme kleine Hütte bauen können. Ohne dass uns was passieren kann. Ich öffne meine Tür auch immer, indem ich gegenschlage. Wer nicht? Vielleicht jetzt hier ein paar Schweinchen, ein paar laufende Koteletts. Kürbisse, Mensch, das ist klasse. Kann man Fackeln reinstellen, dann hat man so eine leuchtenden Kürbisgesichter. Aber keine Schweine. In meinem letzten Versuch aufzunehmen, da wollte ich einen Turm aus Wolle bauen. Einfach nur einen Turm. Und da hatte ich nur Schweine auf dem ganzen Feld. Nur Schweine. Also auf der Map. Was ist das, bitteschön? In der Luft hängendes Wasser, oder wie? Ist ja grausam für die Augen. Hier finden wir wieder nichts Gescheites. Irgendwie habe ich jetzt schon das Gefühl, dass wir gleich irgendwo hochgeklettert kommen oder in irgendeine Höhle runterklettern und dann kommt uns ein Pfeil entgegen.